Ja, das ist eine Klotzbeute nach polnischem Vorbild. Das heißt, wie man die macht, habe ich gelernt von polnischen Zeitlern, die im Naturschutzzusammenhang alle arbeiten, alle in Naturschutzgebieten. Und dieses Handwerk auch erst wieder von russischen Zeitlern gelernt haben. Die russischen Zeitler, die arbeiten schon seit vielen, vielen Generationen mit Bienen oben in Bäumen. Und das ist ein Baumstamm, der natürlich jetzt nur als Ausschnitt bei mir auf dem Boden steht, aber das, die Proportion und so weiter, das ist ähnlich wie im richtigen Baum. Ja, was wir jetzt hier sehen, das ist das Flugloch. Das ist ganz, ganz interessant. In der Mitte ist ein Keil drin, nämlich deswegen, weil das ansonsten auch als Höhlung für andere Tiere gelten kann. Also die Bienenwohnung innen drin nicht eine Höhlung für andere Tiere sein soll, sondern ausschließlich für Bienen. Deswegen ist der Keil hier drin. Und die Bienen können jetzt rechts und links hier vorbei. Da ist jeweils B-Space ein bisschen größer, also 9, 10 mm, sodass die Bienen da rein und raus können, aber jetzt nicht irgendwelche Eulen oder andere Tiere, Spechte, sich da eine Höhlung suchen. Und innen drin ist eine Aushöhlung über etwa über einen Meter. Und das Flugloch ist ein Drittel von oben. Das heißt, hier oben ist jetzt ein Raum, innen drin als Honigraum, Brutflugloch nah, also in diesem Bereich. Und unten in dem unteren Teil sind auch Waben. Die Waben sind über den einen Meter wirklich bis runter gebaut. Da ist dann gegebenenfalls auch noch mal Honig zu finden. Aber eigentlich findet man unten nur Honig, wenn hier oben schon alles voll ist. Das ist richtig spannend. Denn oben dieser Bereich reicht den Bienen, damit sie auf ihren eigenen Honig überwintern können. Und der Imker schneidet eigentlich nur, der Zeiler schneidet eigentlich nur das raus, was dann unten wirklich als Überschuss drin ist. Das heißt, diese ganze Weisheit, was brauchen die Bienen über den Winter, die ist in diesen Proportionen der Beute sozusagen integriert. Oben das, was die Bienen kriegen, unten das, was der Imker kriegt. Also das finde ich total klasse, diese Weisheit, die über Generationen da drin ist. Also ich sitze hier total gerne abends auf der Bank und gucke einfach bei den beiden Beuten an den Fluglöchern zu. Da könnte ich stundenlang sitzen und den Bienen zugucken. An dieser, das war mal ein ganz besonderes Erlebnis, als ich am Flugloch geguckt habe. Da ist ja in der Mitte dieser Holzkeil und rechts und links Öffnungen neben dem Holzkeil. Und dann war eine Seite, sind die Bienen alle rausgeflogen und auf der anderen Seite sind sie alle reingeflogen. Das war wie verabredet im Bienenvolk, was der Eingang und was der Ausgang ist. Das fand ich auch total interessant, weil das ja eigentlich komplett nebeneinander ist. Aber die Bienen haben das so geregelt. Im Moment vom Flugverkehr kommen ja gerade ziemlich viele wieder zurück. Und da werden dann beide Seiten als Eingänge benutzt. Ja, bevor ich jetzt aufmache gleich, noch einen kurzen Satz zu den Laschen hier oben. Die Polen, die haben vermutet, dass ich den Klotz hier auf den Boden stellen werde. Und sie haben aber gesagt, der muss eigentlich 5 Meter hoch in den Baum. Deswegen haben sie mir hier oben schon mal die Ösen reingemacht. Aber ich habe ihn jetzt ja doch auf dem Boden stehen. Ja, jetzt machen wir ihn mal auf. Dazu mache ich jetzt meine Abdeckung hier runter. So, und dahinter ist jetzt einfach noch ein Holzkeil. Und der ist so konisch zugeschnitten, dass er hier wirklich die Arbeitsöffnung sozusagen verschließt. Gut, und gucken wir uns mal das Volk genauer an, wenn wir die Arbeitsöffnung aufgemacht haben. Ja, in meiner Beute ist jetzt einfach Wildbau drin. Das heißt, ich habe da keine Bauvorgabe für die Bienen gemacht. Normalerweise nageln hier die Zeidler oben Ansatzstreifen von alten Waben
rein, sodass im Prinzip in dieser Richtung nach hinten die Waben gleichmäßig nebeneinander gebaut werden. Bei mir durften die Bienen einfach bauen, wie sie wollten. Und aus dem Klotz lasse ich auch einfach Schwärme rausfliegen. Die dürfen auf ihrem Honig überwintern. Ich freue mich einfach, wenn ich das Wabenwerk sehe. Für mich ist das Wabenwerk im Wildbau immer so ein kleines Kunstwerk, ganz individuell. Und das drückt auch etwas über die Bienen aus. Also das ist wie eine eigene Handschrift von den Bienen, was man hier sehen kann. Das finde ich total spannend.